einen offenen Grundschritt für euch. Der wird in Tanzhaltung begonnen. Eher mit dem rechten Fuß wie mit dem linken Fuß, wie gewohnt. Wir nehmen erstmal einen Grundschritt mit wenig Drehung. Das ist eine Figur, die sehr wenig Platz braucht. Also zum Beispiel auch auf einem Ball sehr gut getanzt werden kann. Eine Rechtsdrehung. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hier angekommen, tanzt er ein zweites Mal rückwärts, also eine Rückseite ran, während die Dame ganz normal ihren Grundschritt weiter tanzt. 1, 2, 3. Dabei lösen wir unsere Position und stehen jetzt in offener Gegenüberstellung. Wir tanzen beide aufeinander zu. 1, 2, 3 und rück. 2, 3 und vor. 2, 3 und rück. 2, 3. Das machen wir so häufig, wie ihr eben möchte. Wenn ihr wollt, könnt ihr euch in der Mitte einmal die Hände reichen. So ein bisschen was Nettes für zwischendurch. Und wenn er das Ganze beenden möchte, geht er wieder zweimal auf die Dame zu. Das erste Mal, wir treffen uns in der Mitte, er nimmt mich in Tanzhaltung. Und das zweite Mal geht es zum gemeinsamen Grundschritt weiter. 1, 2, 3, erstes Mal rückwärts, zweites Mal rückwärts. In der Mitte treffen wir uns. Er macht das so oft er möchte. Gerne zwei, dreimal. Wir treffen uns in der Mitte wieder, er nimmt mich in Tanzhaltung. Und es geht weiter mit dem Grundschritt. Viel Spaß beim Üben!